In Bali gibt es mehrere tausend Straßenhunde und wenn man als Tourist für ein paar Wochen in Bali im Urlaub ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass man mal einen verletzten Straßenhund in Bali sieht und da ist es wichtig zu wissen, was man dagegen unternehmen kann und wie man diesem Hund oder diesem Tier helfen kann. Ich bin jetzt gerade mit dem Motorrad entlang gefahren und dann habe ich die Kleine hier gesehen. Oh, ganze Haut ab. Sieht so richtig schlimm aus. Hi zusammen, Manuel hier. Heute geht es mal darum, was tun, wenn man einen verletzten Straßenhund in Bali sieht. Ich bekomme die Frage sehr häufig gestellt. Ich war jetzt gerade auf dem Heimweg mit dem Roller unterwegs und habe jetzt diesen Hund gesehen, der so verletzt aussieht, gar keine Haut mehr hat. Und da musste ich einfach anhalten und habe gleich mal die Hotline, die Notruf-Hotline von BAWA geschrieben. BAWA, Bali Animal Welfare Association, ist eine Hilfsorganisation in Indonesien. Eines ihrer Programme ist der kostenlose Krankenwagenservice für Tiere. BAWA betreibt eine 24-Stunden-Notfall-Hotline und Animal Ambulance, die jeden Tag über 50 Hilferufe entgegennimmt. Dieser Service steht allen in der Community zur Verfügung, ist völlig kostenlos, um Rat und Hilfe für Tiere in Not zu erhalten. Sie retten im Durchschnitt über 1000 Tiere pro Jahr. Das ist echt der Hammer. Und heute möchte ich euch gern zeigen, wie man einen Notruf absetzen kann, was man machen muss und wie dieses Tier in Not Hilfe dann bekommt. Und habe gleich mal die Hotline, die Notruf-Hotline von BAWA geschrieben, was der Fall ist, ein Foto geschickt, die Location. Ich habe jetzt leider nichts anderes zu essen dabei, aber ich gebe jetzt hier ein paar Sachen. Das ist nur so eine Waffel, also diese Teigwaffel. Hi zusammen, es ist jetzt ein Tag später und der Hund von gestern wurde gerettet von BAWA und in diese Klinik gebracht und ich werde ihn jetzt besuchen. Es freut mich so sehr, dass das alles geklappt hat und ihm jetzt hoffentlich bald besser geht. Bald geht es dir wieder besser. The condition is good. When eating normal food also, for the skin has a skin problem, Demodex, Scabies, bacterial and fungal infection. And how are you gonna treat him now? We give antibiotic, antifungal and anti-inflammation multivitamin. Great, thank you so much. Andy. Hi. Hi, Andy. Ich hoffe, dieses Video inspiriert euch da draußen oder auch die Bali in der Zukunft besuchen werden oder in Bali leben oder auch einfach zukünftige Touristen. Wenn ihr einen Straßenhund seht, der nicht in einer guten Kondition ist, dass ihr anhaltet und was unternehmt. BAWA leistet unglaubliche Arbeit. Die haben natürlich auch nur bedingte Ressourcen und können nicht jedem Tier oder auch Hund helfen. Darum ist es so wichtig, dass man die unterstützt. Und wenn BAWA gerade voll ist oder keine Ressourcen mehr hat,
ist es wichtig, dass ihr einen anderen Weg findet, den Hund zu helfen. Entweder eine andere Organisation zu kontaktieren oder den Hund selber zu einem Tierarzt bringt. Weil wegschauen ist einfach nicht in Ordnung und sollte nicht die Normalität sein, sondern dem Hund zu helfen. Ich hoffe, euch hat es für mehr Tierschutz inspiriert. Danke euch für den ganzen Support. Haut rein. Ich wünsche euch einen schönen Tag.